Hallo liebe Leser, willkommen beim E3 Überblicksvideo. Zu einigen Spielen der E3, zu besonderen Highlights, haben wir größere Berichte auf der DVD. Dies hier ist so ein bisschen das Beste vom Rest. Eine Übersicht über alles, was sonst noch interessant war. Und wir beginnen mit Cryostasis. Ja. Cryostasis wahrscheinlich. Cryostasis, ja, das habe ich mir bei 1C angeschaut, dem russischen Publisher. Und das ist im Prinzip ein relativ simpler Shooter, der allerdings auf einem Eisbrecher spielt, in der Antarktis oder in der Arktis, also irgendwo am Pol. Und das Wesentliche ist, Temperatur spielt in diesem Spiel eine große Rolle. Also du musst tatsächlich, um dich zu heilen, erstmal Räume aufwärmen und dann muss man dann halt Heizungen aktivieren und so weiter und so fort. Und das wirkt sich auch auf die Umgebung aus. Also wenn ich jetzt irgendwo eine Heizung anschalte, dann schmilzt das Eis um mich herum und die Monster werden auch schwächer, weil das alles so komische Eiszombies sind. Im Spiel, das sieht man jetzt gerade, gibt es immer wieder solche Rückblenden, bei denen man dann sieht oder beziehungsweise man findet irgendwie Besatzungsmitglieder, die das leider nicht überlebt haben, dass dieser Eisbrecher hier auf Grund gelaufen ist oder sowas. Und die muss man dann in der Rückblende retten. Und ja. Das ist ganz hübsch mit dem Eiseffekt eben. Na, das sieht auch ganz hübsch aus. Ja, wo wir schon bei ganz hübsch sind, das Timeshift habe ich mir zeigen lassen auf der E3. Der Shooter war ja ein Jahr lang in der Versenkung und ist jetzt also wieder gezeigt worden. Sie haben vieles dran geändert, hauptsächlich die Story und die Grafik noch ein bisschen aufpoliert. Und der ist ja, kommt ja in der Öffentlichkeit nicht so wahnsinnig an. Ich verstehe es nicht recht, weil das eigentlich ein ziemlich cooles Ding ist. Das sieht blendend aus. Das ist halt ein recht straighter Shooter. Ich glaube nicht, dass der sonderlich tief sein wird. Aber der macht einen echt guten Eindruck von dem, was ich gesehen habe. Was mir echt gut gefällt, sind diese Regeneffekte, wenn die Zeit verlangsamt wird, weil dann sieht der Regen echt mal super schön aus, ja, wie man hier sieht. Ja, der Kyle Peschel, der Producer von dem Ding, der schmart dir das Ohr ab, wenn du ihn mal reden lässt. Und der erzählt, hier sieht man glaube ich auch gerade die Zeit verlangsamt, der erzählt dann auch, dass das der erste Shooter ist, der die Next-Gen-Effekte der Konsolen wirklich richtig nutzt. Also, naja, bla bla bla. Aber trotzdem, das sind schon beeindruckende Effekte drin in dem Ding. Das ist schon ganz hübsch geworden, wenn man bedenkt, wie es vorher aussah. Also, wie Wendy ist schon offenkundig gewillt, dafür Geld auszugeben noch. Okay, Blackside. Ja, Area 51. Große Überraschung, da schießt man auf Aliens, allerdings auf teilweise sehr große Aliens. Das haben wir in der Präsentation gesehen. Da gibt es halt wirklich Viecher, die so groß sind wie eine Brücke. Ja, das ist ja quasi der, naja, Pseudo-Nachfolger oder Spiel im Stil von Area 51, das ein netter, durchschnittlicher Shooter war, vor 2 Jahren, glaube ich. Bei dem hier ist es, das ist jetzt mehr in Richtung Team-Shooter. Man hat also immer seine 2 Kameraden dabei, denen man auch rudimentäre Befehle geben kann. Das stört jetzt aber nicht so wahnsinnig. Die agieren auch zumindest in den Versionen, die wir bisher gesehen haben, relativ eigenständig und ganz intelligent. Und man kann Cola-Automaten kaputt schießen. Ja. Ein Alien sehen wir jetzt nicht in dem Video. Das sieht auch nett aus, aber das ist eigentlich so der rote Faden bei so ziemlich allen Shootern, die wir auf der 3 gesehen haben. Das sieht mittlerweile alles ganz schön gut aus. Was unter anderem auch daran liegt, dass die meisten ja Unreal Engine 3 benutzen. Da ein Alien. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Sogar explodierende Aliens. Gott sei Dank. Also Frontlines. Ja, Frontlines. Da haben wir auch eine neue Version davon gesehen. Das abgesehen davon, dass es einen echt einen guten Eindruck macht, auch optisch scheint das spielerisch durchaus Substanz zu haben. Das ist ja so eine Art Battlefield mit starker Solo-Kampagne. Und die wird auch, das scheint ein Trend zu sein, bei den modernen Shootern nicht sonderlich lang werden. Die peilen hier auch mit irgendwie ja, zwischen 7 und 10 Stunden. Aber dann hat es ja noch den Multiplayer-Modus, der dann so Battlefield-artig funktioniert. Alles, was ich davon gesehen habe, ist großartig. So kleine Ideen, Waffen, die Art, wie sie die Karte verwalten. Aber gut, wir müssen das Thema wechseln. Ja, wir müssen das Thema wechseln. Das ist das Add-on zu Age of Empires 3, The Asian Dynasties. Also es führt jetzt nach Asien, nachdem es bisher nur in Amerika gespielt hat. Und ja, was soll man sagen? Es ist halt Age of Empires 3 mit Chinesen. Ja, drei neue Völker, die jeweils eine eigene Kampagne haben, jeweils 5 Missionen, neue Hauptstädte, neue Technologien, neue Einheiten. Also das wird quasi ein eigenständiges kleines Spiel im Age of Empires-Szenario. Oh, Disciples 3, das habe ich mir angeschaut, ist ja eine lang erwartete Fortsetzung. Das sieht ja furchtbar aus. Es sieht schon relativ furchtbar aus, ist aber auch noch wirklich in einem ganz frühen Stadium. Das ist noch nicht mal Alpha, also nicht mal eine Alpha-Version. Die fangen jetzt gerade erst an, das richtig zu entwickeln. Ja, was soll man sagen? Das ist im Prinzip Disciples 2 mit eben der Grafik, die man hier sieht. Man bewegt wieder Helden durch die Landschaften. Man kann als eines von 3 Völkern spielen und erlebt dann auch die Geschichte der Kampagne aus der Perspektive dieses Volkes. Die Landschaft verändert sich entsprechend, welches Volk man spielt, also wenn man irgendwie eine Stadt erobert als Anführer der Legion der Verdammten, also der Dämonen, dann gibt es da halt auch so eine Lava-Landschaft drumherum. Ist jetzt alles nichts weltbewegend Neues, gab es alles schon in den Vorgängern. Ich freue mich halt trotzdem drauf, weil ich die Vorgänger halt toll fand und wenn sie nichts ändern, wird es ja vielleicht wieder toll. Die Grafik sollten sie noch mal ein bisschen überarbeiten. Ein bisschen. Ah, großartig. King's Bounty. Das ist ein Remake, ganz simpel, des
im Prinzip inoffiziellen Vorgängers von Heroes of Might and Magic. Da reitet man mit einem Ritter, also mit einem Helden, durch Landschaften, die auch recht hübsch aussehen, das sehen wir bestimmt noch. Und wenn man eben auf Monster trifft, dann gibt es solche simple Taktikkämpfe hier auf Hexfeldern. Ist jetzt alles nicht, auch nicht weltbewegend neu, beziehungsweise gab es ja eh schon mal, weil es ein Remake ist. Macht aber, weil ich, also ich habe es ja auch angespielt, macht wirklich Spaß, weil man halt auch wieder in Städten dann Nachschub einkauft. Man bekommt dann Quests, die man erfüllen muss. Es gibt massivst viele Zaubersprüche, wie man hier sieht. Mir ist nicht ganz klar, warum man den Vorgänger von einem Spiel remaken sollte, das doch alles schon besser gemacht hat. Aber ich werde Akella jetzt demnächst mal eine Wunschliste schicken mit den Spielen, die ich gerne neu aufgelegt habe. 1C, das ist von 1C. Ah, das ist von 1C, genau. Okay, ja. Nee, es ist halt simpler als Heroes. Sowas kannst du auch mal in der Mittagspause 15 Minuten spielen, wenn du bei Heroes, wenn du nur 15 Minuten Pause machst, schon nicht mehr kapierst, was du in der Mission eigentlich als nächstes machen musst, ja, ist das halt eine ganz nette Sache. Ja, das King's Bounty war ein super Spiel damals. Ja. Das habe ich gern gespielt. Viva Piñata. Oh, das Konsolending kommt jetzt doch auf den PC. Ja, ja, ja. Also ich meine, Microsoft hat groß die Unterstützung für die Spieleplattform PC nochmal verstärkt, ja, und sie bringen ein in Deutschland... Halo 2. nach Halo 2 bringen sie ein in Deutschland indiziertes Spiel und eben Viva Piñata. Viva Piñata war der Versuch, so ein bisschen ein Gegengewicht zu schaffen zu dem Pokémon-Phänomen von Nintendo. Dazu gibt es auch eine Fernsehserie, die dem Vernehmen nach ganz beliebt ist. Man gärtnert da, also man schafft so eine Art Umfeld für die Pinatas. Putzig. Hier schaffst du ein Umfeld für Außerirdische. Ja. Das ist ein schönes Spiel eigentlich. Machst die Erde kaputt. Ich finde das Szenario mit diesen ganz absurden Aliens spricht mich nicht an, ja, aber das ganze Spiel ist intelligent gemacht. Das sind die Macher von Empire at War und das war ja auch ein solides Spiel. Das geht so scheinbar in die Richtung der komplexen Echtzeitstrategie oder Echtzeittaktik, so ein bisschen wie Supreme Commander. In die Liga würde ich es einordnen. Da gibt es viel zu tun. Und ja, das ist halt ausgelegt auf Multiplayer und Balance mit sich krass unterschiedlich spielenden Rassen. Ja, aber das ist im Wesentlichen. Ob sie das hinkriegen? Und es kommt auch noch auf die Xbox, interessanterweise. So sieht es mal nicht aus, finde ich. Als könnte man das da noch steuern. Ich finde, es ist im Wesentlichen Empire at War im Szenario, das mich nicht interessiert. Aber vielleicht wird es trotzdem ganz gut. Ich glaube, es ist sozusagen am Boden ausgefeilter. Okay. Ja, und diese ganze Globalstrategie-Aspekt steht nicht so im Vordergrund hier. Im Raumschlachten gibt es ja auch nicht mehr. Also, irgendwas muss es ja machen. Und es hat diese riesigen Einheiten, was ganz nett ist. Mhm. Aber riesige Einheiten gibt es ja auch oft jetzt inzwischen. Ja, das ist jetzt in Mode geraten, seit man das kann. Ja, sogar StarCraft macht das jetzt schon. Also... Ja, das war. Sie wollen einfach. Tabula Rasa, das ist das neue Spiel von Richard Garriott, der ein oder andere mag ihn so kennen. So neu ist das Spiel nicht mehr, das jetzt seit wie lange in der Entwicklung? Entschuldigung, ja, das wird das nächste Spiel von Richard Garriott, ist aber schon seit 6 Jahren in der Entwicklung. Ist ein Online-Rollenspiel, Tabula Rasa heißt es, habe ich schon gesagt, das Actionkämpfe hat im Prinzip. Also man muss mit dem Fadenkreuz so grob in die Richtung der Gegner zielen, um sie treffen zu können. Es soll ein paar Neuerungen geben, man kann zum Beispiel seinen Charakter abspeichern an jeder Stelle im Spiel und dann später an dieser Stelle weiterspielen, um zum Beispiel eine andere Klasse zu wählen, weil sich der Klassenbaum an verschiedenen Levels verzweigt. Das ist eine ganz nette Idee. Zudem soll es moralische Entscheidungen geben, also du wirst dich zum Beispiel entscheiden müssen, welchen von zwei NPCs du opferst, um ihn in einen Reaktor reinzustecken, damit der funktioniert. Also ist irgendwie, ich habe gestern mit einem Menschen gesprochen, der daran mitgearbeitet hat, mit einem Designer, und der jetzt aber nicht mehr daran arbeitet, und der hat erzählt, das Spiel wäre fantastisch schön gewesen in dem ersten Versuch, den sie gemacht haben, und dann hätten sie so viel ändern müssen, dass es jetzt aussieht wie jedes andere Science-Fiction-Spiel auch. Aber das fand ich sehr hart. Wenn ich gehässig wäre, würde ich sagen, es ist klar, dass er sagt, dass es früher schön war, aber vielleicht arbeitet er deswegen jetzt auch nicht mehr dort. Garrett hat erzählt, es war einfach zu abgedreht. Das hätte keiner kapiert, so wie es am Anfang war. Pirates of the Burning Sea ist das totale Gegenteil von abgedreht. Das sind nämlich Piraten, und Piraten kennt jeder. Das ist wiederum ein Online-Rollenspiel, also eben im Piratenszenario. Und es ist im Prinzip wie das gute alte Pirates. Man kann im Schiff rumfahren in der Karibik. Und also man hat auch gleich zu Anfang ein Schiff. Als jeder Spieler hat ein Schiff. Ja, kann auch an Land gehen und kann auch gegen also ein richtiges Schiff mit Mannschaft und allem? Ja, mit allem. Ja, also genau. Also ein komplettes, fahrtüchtiges Schiff. Quasi der... Und hier ist alles so leer. Der Konkurrent zu... Ja, da sind schon alle tot. Der Konkurrent zu Bounty Bay Online, dass er schon läuft und auf das gleiche Szenario setzt. Nur scheint mir das ein bisschen... Das ist wesentlich ausgefeilter, vor allem... Also das ist viel ausgefeilter, vor allem der PvP-Aspekt, weil du... also die Spieler können tatsächlich Städte erobern in dieser Karibik. Du schließt dich einer von 4 Nationen an und für die kannst du dann auch Städte erobern. Und je nachdem, wie dieser Krieg läuft, kann halt dann eine Fraktion mal das Übergewicht haben oder halt mal ein bisschen sich zurückziehen. Das ist an sich eine nette Idee, müssen wir halt schauen, ob es dann auch gescheit ausbalanciert ist. Aber naja gut, das wird sich zeigen, wenn es erscheint. Und es sieht besser aus als Bounty Bay Online. Definitiv. Kann man ja schon mal sagen. Sehr hübsches Wasser, auch wenn da gerade ein Arm durchwedelt. Aber das gehört nicht zum Spiel. Ich hätte schon Lust drauf. Also
Ja, ich mag ja keine Piraten. Ja, das sage ich in jedem Video, in dem Piraten vorkommen. Ich mag überhaupt keine Piraten, aber es wird bestimmt ganz gut. Und das ist ein ganz, nicht nur ein sehr hübsch aussehendes Rennspiel, sondern auch eines, das sehr vielversprechend ist, weil es dieses Rennspiel neue Spielelement einführt, nämlich dass die Autos tatsächlich die Strecken kaputt fahren. Genau, über die Zeit. Und je nachdem, also es gibt unterschiedliche Untergründe, die sich dann unterschiedlich stark verformen. Und es ist wohl so, wenn man halt, was weiß ich, in der dritten Runde noch auf der Ideallinie fahren will, dann kann es sein, dass man da halt durch so Huckel fahren muss. Mhm. Und wenn man dann ein bisschen ausweicht, da kann man halt, soll sich taktisch ein bisschen auswirken. Hauptsächlich ist es ein Sega Rally, die ja schon immer für schnelles, schönes, simples Spiel bekannt waren, das aber fantastisch aussieht. Ja, und das sieht man hier auch sehr gut. Es hat dieses arcade-lastige Fahrtempo-Gefühl schon. Das ist richtig schnell auf der Straße. Und es gibt keine Piraten. Ja, das ist richtig. Das weiß man nicht. Das ist natürlich das Beste. Ja, stimmt. Aber du siehst ja auch nicht, wer drin sitzt. Vielleicht ja, sitzt wer weiß denn? Ja? Captain Morgan. Möglich. Ja. Ist das nicht auch ein Grund? Ich habe da gestern erst mit dem Ex-Designer von dem Spiel telefoniert, der sagt, das war in der ersten Version, war das viel schön. Echt? Nein. Aha, dann wurde er entlassen. Aber der ist jetzt nicht mehr dabei. Naja. Death Track Resurrection, das dritte Remake jetzt in diesem E3-Check, wenn ich richtig zähle, nach Disciples 3 und King's Bounty, ist ein Remake von des alten Death Tracks. Ja, von 1989, Death Track hieß es. Das war, genau. Das war damals das beste Action-Rennspiel. Ja, jetzt ist es eher das schlechteste Action-Rennspiel, ja. Beziehungsweise es ist zumindest jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll. Man fährt halt mit Autos über Rundkurse und versucht, andere Autos abzuschießen. Es ist besonders traurig, dass wir das jetzt direkt im Anschluss an Sega Rally zeigen, das nun mal sehr viel besser aussieht und vor allem auch das Tempogefühl deutlich besser rüberbringt als das hier. Das hier ist halt absolut simpel. Also ich würde es nicht mal in der Mittagspause spielen, wenn ich ehrlich sein soll, da ist mir dann King's Bounty doch lieber. Simples Remake. Ich verstehe immer nicht, warum das solche Spiele, wo man den Namen nicht mehr kennt, überhaupt nochmal geremaked werden. Das ist eine gute Frage, aber vielleicht war es einfach billig, die Lizenz zu kaufen. Und es wird halt dann doch noch einige Leute geben. Das ist ja allgemein. Glaube ich nicht. Es gibt ja allgemein viele russische Publisher, die Remakes machen, deswegen, weil sie halt auf die alten Namen setzen. Und ich glaube, die machen das, um Publisher zu überzeugen. Oder das? Das Spiel kennt doch jeder und so.